Raven. Now that you've disrupted Rashida's command chains, it's time to go after the money. Lars Hallstrom based his operation here in return for immunity from extradition. This freedom allows him to further his own plans and take on any enemies he desires. Governments, financial groups, and corporations have all been hit. His money and technical skills keep Rashida's government rich and her people cut off from the rest of the world. They've had no access to foreign media or the internet for a generation. Destroying the main satellite antenna will open access to the West and begin the process of change. But the Citadel, his data center, is surrounded by full-spectrum jamming equipment, preventing all unauthorized comms. As long as they're active, we can't see what he's doing, and our audio will be compromised. The servers are cooled by an elaborate liquid immersion system. Take out the pumps, and it will fry the motherboards. Finally, pull any data you can and upload a virus into the mainframe. Eliminate Hallstrom to gain access. Cutting Rashida off from her money is the mission. Don't screw it up. Und damit hallo und willkommen zurück zu Sniper Ghost Warrior Contact 2. Na, das werden wir doch auf jeden Fall. This is Raven. Received. Send sitrep. I'm on location. A couple of clicks out from the Citadel. Hellstrom's data center is impressive, but financed with stolen millions and focused on acquiring more. Your last message was unclear. Transmission is poor. It's the satellite jammers. Comms will be weak till you disable all three. First target is ahead. Roger. Stand by. Wir werden es auf jeden Fall nicht vermasseln oder was da gerade stand. Ja, wie ihr seht, ich habe meine Waffe abgedatet. Anderes Zielfernrohr habe ich drauf. Ich habe eine Tarnfarbe drauf und ich habe ja ein, weiß gar nicht, war das jetzt ein richtiger Schalldämpfer? Ach, oh Gott. Auf jeden Fall habe ich hier auf der Waffe auch einen Schalldämpfer drauf. Und hier ja sowieso. Und ich glaube, hier habe ich auch eine. Aber möchte ich jetzt nicht unbedingt ausprobieren. Ich habe ein anderes Magazin drin. Ah ne, die ganze Waffe ist anders. Genau. Ich musste nämlich eine Waffe wählen, die für ein etwas dichteres Schießen ist. Weil wahrscheinlich habe ich jetzt hier mehr mit. Bei dem ersten Level war ja, sag mal schnell, mehr auf Entfernung. Und hier scheine ich wohl direkt auf Gegner zu treffen. Genau, deswegen sollte ich mir hier nämlich eine andere Waffe wählen, die auf kürzere Distanz schießt. Aha, okay. Da ist ein Lager, da muss ich wahrscheinlich hin. Cool. Ah, geil gemacht hier. Ja, was ich mal gucken will, ist, ach, kann man das gar nicht einstellen hier? Da kann man gar nicht nachgucken? Ah, nee, bei M war das, Entschuldigung, bei M? Nee, auch nicht. Ach doch, hier Herausforderung, Entschuldigung, da, genau, da wollte ich hin. Dass ich das mal hier versuche, mal zu erledigen, so einiges jedenfalls. Hier, ne, töten Sie 10 Scharfschützen im Nahkampf. Oh Gott, du Scheiße, wie viele Scharfschützen haben wir denn hier? 10 Feinde mit Kopfschuss, ist klar. Panzerfahrzeuge soll ich 5 Stück zerstören? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Töten Sie 5 Feinde mit dem ferngesteuerten... Oh, habe ich das Ding jetzt selber schon? Habe ich doch gar nicht. Hm. Okay, vielleicht kriege ich das noch. Vielleicht sollte ich mal mehr... Was ist das jetzt? Ach so, der Schnellreisepunkt. Oh, mal runtergehüpft. Wieso ist meine Energie bloß bei 75? Ach nee, ich glaube, ich habe hier so eine Art Tarnung drin. Platten. Okay, jetzt kann ich einmal hier rumgehen, einmal da rumgehen, ne? Ach, okay. Hallo, mein Freund. Thank you.
109 Metern. Also es ist zwar nicht ein ganz, sag mal schnell, es ist kein richtiges, kein richtiger Schalldämpfer, den ich hier drauf habe. Aber das Mündungsfeuer wird, wie stand da, umgelegen, die Abgase, ach keine Ahnung, habe ich jetzt vergessen, was ich jetzt drauf habe. Also die Schüsse sind auf jeden Fall ein bisschen leiser wie sonst. Und die wissen nicht gleich genau, von wo der Schuss kommt. Genau, so war das. Soll ich mal hier hochschleichen? Und mal gucken, wo die zwei lang gehen. Okay, die könnte ich jetzt beide zwar mit einmal erledigen. Aber ich würde sie ganz gerne befragen. Okay, wir warten mal noch mal ganz kurz ab. Ah, genau, das wollte ich sehen. Keiner von hinten angeschossen kommt. Oh, oh. Den habe ich ja gar nicht gesehen eben. Ach, verdammter Mist. Okay, wenn der hier wieder herkommt, werde ich mal einen Stein schmeißen. You don't need to kill me. You don't need to do this. But I do need to know where your friends are. Straight ahead. Oh, mein neuer Text. Gleich da vorne. So, komm mal mit, mein Freund. Ich bringe dich mal ein bisschen weg hier. Bevor dein Kompagnon dich da hinten noch sieht. Ich hab gedacht, da kommt gerade eine. Ich schmeiß sie mal hier rein. So wie es aussieht, haben wir bloß noch einen da. Ne, da unten sind mehrere. Jetzt sehe ich sie. Okay. Das ist bloß der jetzt hier am dichtesten ist. Aber ich würde ganz gerne mal. War jetzt der Turm hier? Da. Ja, mal gucken, ob ich da hochkomme. Also hoch komme ich da schon. Ah, mit Leertaste können wir leider klettern, okay. Control, radio check, over. Weak, but readable, Raven. I have eyes on the first jamming tower. Look for a control box near the top of the array. You can disable it from there. Understood. Oha, die stehen aber alle ziemlich dicht neben. Oha, da ist ein Scharfschütze. Ja? 144 Meter.
schön durch. Da ist ein Lagerfeuer. Oh no. Ach, da steht genau hinter dem Baumstamm. Meine. Oder ist das Geräusch von dem da gewesen? Ich glaube, das war das Geräusch von dem, ne? Hier scheint keiner zu sein. Der kommt jetzt wieder zurück. Hey, wo ist der? Der steht immer noch da. Na, war ja klar, dass er sich jetzt ganz schnell umdreht. Aber das ist mir zu gefährlich. Beim Gehen ist es mir einfach zu gefährlich. Dann warte ich doch lieber, bis er wieder zurückkommt, der Gute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da drin ist noch eine, so wie es aussieht. Und was ist das? Ah ne, das war das Lagerfeuer. Oha, hier sind ja doch eine ganze Menge. Genau so gehört sich das. Oh, da sind ja noch welche. Das wollte ich damit erreichen. Beide gleichzeitig. Deswegen gucke ich manchmal nicht durchs. Halte ich die Luft manchmal nicht an. Weil es dann doch manchmal ein bisschen schneller geht, das Schießen. So, jetzt müsste ich die drei hier ganz schnell erledigen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ui, ach, jetzt haben sie mich erwischt. Okay, dann hat da hinter dem Typen da oben doch noch einer gestanden. Okay, wenn ich liege, kann ich nicht weit genug runtergucken. Scheiße.
So, ich denke mal, das waren jetzt alle. Ach Mensch, eigentlich wollte ich mich nicht erwischen lassen, aber naja, egal. Immer geht's ja nur auch nicht. Eine Schaufel. Schaufel liegen lassen. Oh, wie die Sonne hier durchkommt, das sieht ja wohl schon echt geil aus. Was ist das hier? Hat ein Haus? Ne, das muss ein Felsen. Muss ich wohl deaktivieren. Ah, okay. Drei Stück soll ich deaktivieren. Den Typen. Herausforderung. Gucken wir mal. Das habe ich schon erledigt. Ja gut. Fünf Panzer. Gepanzerte Fahrzeuge. Töten Sie fünf Feinde. Mit dem ferngesteuerten. Das habe ich aber noch gar nicht. Töten Sie zwei Feinde mit einer... Ach siehst du, die hätte ich ja vorhin erledigen können. Die beiden, die da nebeneinander gestanden haben. Okay, weiß ich Bescheid. Dadurch gibt es nämlich noch extra Pinke. Sieht das nicht geil aus hier? Wahnsinn. Echt cool gemacht, muss ich sagen. Auch wie die das hier alles so gebaut haben. Oh, hier kommt man ja wirklich hoch. Genau, wo der Typ hier gestanden hat, haben wir garantiert noch mehr gestanden. Ach Mist. Mann, musst du mich so erschrecken. Achso, das sind die Fahnen, die hier wedeln. 39. Ich glaube, ich habe meine Maximal... Munition schon drinne, dann werde ich mal gar nicht weiter looten. Ich denke mal, dass ich da unten drin jetzt ich laufe wieder viel zu leicht hier rum. Approaching the first jamming tower. Say again. Keep an eye out for patrols. Always do. Der Funk ist ein bisschen schwach auf der Brust hier, ne? Ach du Scheiße, da ist wieder... Oh oh. Jetzt kommen die Scheißdinger wieder. Oh, ja, genau. Ach du Kacke, jetzt muss ich da auch noch aufpassen. Nein, was mache ich denn? Dann ist das eine Lampe? War das bloß eine Lampe? Du Scheiße, das auch noch wieder. Diese Türme, die habe ich bei dem anderen Spiel schon gehasst, aber ich glaube, zwei, drei Murmeln draufballern, glaube ich, hat die auch zerstört, wenn ich mich recht entsinne. Oh, what are they in court here? Control, first jammer is down. Raven, I'm looking at SAR data from satellite imaging. There appears to be some kind of tunnel network in that sector. Could be heavily guarded. Or could give you a faster route to the objectives. Roger. We have no intel on the layout. You make the call. Control out. Control out. Ich habe gerade gesehen, dass ich wieder ein Dings verpasst habe hier. Ein Sammelgegenstand. Ich muss nochmal zurücklaufen. Kann man schneller runterrutschen? Ne. Bei irgendeinem Spiel, glaube ich, kann man jetzt die Shift-Taste drücken, dann rutscht man an den Seiten runter. Aber das scheint hier nicht zu funktionieren. Wie kann man die Dinge ausschalten?
Was stand da gerade was? Ach, zum Klettern. Ich sehe das schon kommen. Dass ich das vergesse. Aber warum wurden mir die Dinger nicht angezeigt? Normalerweise. Okay, ich werde mal die schnell noch im. Schnell noch markieren. Damit ich die immer sehe. Gott, die habe ich markiert. Achso, den Sammelgegenstand wollte ich auch noch holen. Hier irgendwo. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Haut rein. Bis morgen. Tschüssi.